alle Leute mit Diät, auf Diät, dürfen heute mal erfolgreich weggucken. Heute gibt es nämlich, wie versprochen, Pommes mit Nutella. Na, komm schon. So, jetzt müssen wir aber erst den Bulli packen, weil wir nämlich gleich los müssen. Jetzt muss ich selber gestehen, dass ich Pommes mit Nutella noch gar nicht selber gegessen habe. Aber jeder, der sich halbwegs mit Küche auskennt, der weiß, dass Salz ist mit Süßem gut kombinierbar ist. Und ich esse sogar Laugenstangen oder Laugenbrötchen auch mal mit Nutella. Schmeckt erstaunlicherweise. So, aufgebaut haben wir. Jetzt warten wir mal gleich noch auf ein paar Versuchskaninchen. Locke soll nämlich vorbeikommen. Ein bisschen Mahlzeit. Locke in der Haus, in der Hut. Das ist so schön, dass du mein Versuchskaninchen heute bist. Wofür? Es gibt lecker Pommes. Es gibt lecker Pommes. Guck mal, mit was? Mit Schoki. Mit Nutella. So, jetzt gucken wir mal. Ja, dann müssen wir mehr auf die Gabel nehmen hier. Wie im Dschungelcamp, da gibt es hier Dschungelcamp Edition. Essensprüfung. Okay, noch die Kakerlaken. So, warte, ich komme mal raus. Ist doch braun. Dann lass uns mal. Ja, lass uns das schon mal, lass uns doch mal testen hier. So, komm. Jetzt, wow. Opfer dich. Opfer dich, du Opfer. Der Creator nicht, oder? Ja, doch, gleich. Aber ich will erst gucken, wie du stirbst. Dschungelprüfung Teil 1. Und? Ja, ist doch geil. Geil, ne? Geil. Ja, geil ist, je mehr Salz drauf ist, desto geiler schmeckt das. Ja. Warte, ich hol mal nochmal mehr Salz. Ich glaube, der Trick ist wirklich, dass man da ganz böse viel Salz drauf macht. Ja. Also die Pommes schon so schön. Ja, normal, dann mit Teller und so. So, pass auf, jetzt machen wir mal auf die noch mal richtig. Boah. Doch, das ist es. Das ist der Trick. Guck mal hier, richtig schön. Ja, Fettsalz. Ja. Probier mal. Hey, ehrlich jetzt. Komm, tu es dir an. Nimm einen mit richtig Salz. Hier, die da. Ja. Geht nicht, das mag zwischen. Boah. Mhm. Umso mehr Salz, umso besser. Ja. Salz und süß, sag ich doch. Schmeckt gut. Ja. Il a qu'une couille. Il s'en bat les couilles avec une tapette à mouche. On continue la guerre. Couille molle. Je peux pas te parler, je suis sur mon portable. What's your name? Antonio Montana. Ce mec, il est si gringalet qu'il fait du hula hoop avec sa rondelle. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Bon, écoute-moi bien, Demoreille. Fils de pute. Ouais, coussi, coussi. Ja, du machst das schon ganz gut. Ich stell dich ein. Sure. Kriegst auch eine Wurst pro Stunde. Genau, bezahl mich in Naturalien. Ja, wie ich schon vermutet hatte, kann man also. Ah, bin ich in dem Bild? Ja, ich bin im Bild. Kann man also Pommes auch mit Nutella essen. Was man aber allerdings machen sollte unbedingt, ist auf jeden Fall, ich hatte jetzt dieses Pöttchen, dieses Edelstahlbehältnis auf den Grill gestellt, weil wenn man das normal aus dem Glas holt, kann man das vergessen, weil Nutella in der normalen Ursprungsform, außerdem ist es jetzt auch noch ein bisschen kälter draußen,
viel zu hart ist. Deswegen sollte man unbedingt Nutella vorher erwärmen, also im Topf auf dem Herd oder so. Und in Kombination mit dem Salz hatte ich das ja schon so richtig gesehen, dass es auch wohl schmeckt. Meine Jacke spinnt jetzt auch. Wichtig ist, glaube ich, oder was ich jetzt gerade festgestellt habe, ist, je mehr Salz, desto besser schmeckt es eigentlich, weil diese Süß-Salz-Kombination, die macht es eigentlich erst richtig aus. Lockert sogar die ganzen Pommes sogar noch aufgegessen. Das wäre mir dann schon wieder ein bisschen zu viel Nutella gewesen. Einige mochten es jetzt nicht, ja gut, ist halt eben so. Nutella-Freaks, die werden wahrscheinlich sagen, lecker, und andere werden sagen, ekelhaft, wie kann man nur. Ich selber, es hat mir geschmeckt. Bin ich jetzt Oberfan von, würde ich jetzt meine Pommes nur mit Nutella essen? Nee, aber so zwischendurch mal, so als kleine Probieraktion, fand ich das schon ganz okay. Wobei ich dann eher so der Ketchup oder der Mayo-Fan mit oder Hoppi-Soße, aber das ist ja ein Thema, das machen wir ein andermal nochmal. Ja, sonst sind wir soweit erstmal heute durch. Ja, jetzt muss ich gleich mal gucken, ich habe mit der GoPro, die hat Locke mir ja wiedergebracht, habe ich auch noch ein paar Sachen aufgenommen. Gucken, ob ich hier auch noch gleich mal gucken kann, was das geworden ist, das Rohmaterial. Und das andere kennt ihr, wir sehen uns im nächsten Vlog, nee, oder morgen halt eben schon wieder. Und ciao. Kussi, kussi.